Jo, Freunde, und cool, dass ihr... Nein. Halt mal die Luft an jetzt kurz hier. Da versteckt sich nämlich noch eine. Wollte ich nämlich nicht sagen, du. Jo, Freunde, und cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Wir haben wieder eine Box dabei. Ich bin gespannt. Bin gut drauf. Und, ja, lass uns doch einfach mal in die Fairybox reingucken. Alles dazu findest du auf jeden Fall unten in der Infobox. Crazy, man sieht meinen Stempel von gestern noch. Und wenn du denkst, ja, du hast bestimmt krass Party gemacht. Nein, Mann. Ich war auf so einem Lichterfest, was einfach so total schön war. Weil ich gerade wieder nicht weiß, wo meine Schere ist, mache ich das mit einem Bobbypin auf. Oder einer Haarnadel, Drucknadel. Kein Bobbypin. Bist du ein Anfänger oder was? Hier haben wir das schöne Stück von August. Und ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Wir fackeln gar nicht lange, Freunde. Wir fackeln nicht lange. Hier haben wir wieder die Info, dass diese hier kompostierbar sind. Jetzt noch ein bisschen abschütten. Ah, kam schon das erste Produkt mit. Okay. Ihr könnt in diesem Video übrigens auch wieder eins gewinnen. Also seid auf jeden Fall gespannt und bleibt dran. Wir haben hier Fair Organic Vegan. Übrigens, es machen so wenig Leute bei diesem Gewinnspiel immer mit, dass die Chance einfach unwahrscheinlich hoch ist. Irgendwie hatte Laura gesagt, ich glaube, beim letzten gab es 9 Kommentare. Das heißt, einer von 9 gewinnt, wenn ihr automatisch noch Abonnent seid und das Video liked. Also es war so. Aber ey, gönn ich dir. Gönn ich dir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Fair Organic Vegan. Antioxidatives Serum. Mix and Match Serum. Vitamin C Nektar. Oh, Vitamin C ist gut. Vitamin C ist mega gut. Ich habe noch ein Vitamin C Serum, aber wie gesagt, Vitamin C Serum sollte man, ich glaube, immer morgens benutzen. Och, Digga, nee. Sollte man immer morgens benutzen. Bin mir aber auch nicht sicher. Oder war es abends? Ich glaube, es war morgens. Und meine Mama hat auf jeden Fall, glaube ich, noch keins. Vielleicht kriegt die das in den Adventskalender. I don't know. Wirst du sehen. Selbstgemachter Adventskalender, wir lieben's, du weißt Bescheid. Halt mal die Luft an jetzt kurz hier. Ah, okay, wow, ist voll das wichtige Thema. Glyphosatverbot jetzt und dann kannst du hier unterschreiben in der Petition. Also ich kenne mich ja auch immer ganz gut, bin daran auf jeden Fall interessiert. Ich hoffe, ich mache es. Ich lege es mir hier hin. Ich hoffe, ich mache es auch. Also, wir haben hier Lady Green Paris. Eine Mascara. Ja. Die sieht auf jeden Fall total hübsch aus, finde ich. Ich würde die jetzt nicht aufmachen wollen. Aber finde ich gut. Mascara können wir alle gebrauchen. Nur halt nicht 5. Wer mein Adventskalender-Video gesehen hat, weiß, warum ich das gesagt habe. So. Aquarelle. Oder so. Oder Aquarelle. Das, Nature Sun, ist das eine Sonnencreme? After. Okay, es ist eine After Sun Lotion. Passt total gut zum Monat. Werde ich aber weitergeben, weil ich ganz viele, wir haben ganz viel Stuff stehen, weil mein Papa immer ein bisschen was mitbringt. Der arbeitet in so einem Lager und kriegt da Dinge günstiger. Und Sonnencreme, After Sun, irgendwelche Sonnenlotion, Bräunungslotion, wir haben alles da. Ich könnte damit Handel betreiben. Feste Dusche, Mango Cranberry. Oh, das riecht wahnsinnig gut. Also erstmal so sieht er aus. Und so sieht er aus. Ja, riecht gut. Könnte man auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe noch ganz viel stehen, aber... Ist auf jeden Fall richtig cool und so eine Größen sind auch richtig cool zum Auszuprobieren und eben sie auch in den Adventskalender zu packen. Ach cool, ach cool, ach cool. Hier haben wir als nächstes so eine kleine Größe, ist vegan, ist so eine Honig-Alternative. Ja, finde ich sehr cool. Tapi Dream. Mädesüß. Vegane Honigalternative aus Tapioca. Ja, habe ich auch schon mal gegessen. Finde ich auch tatsächlich ganz lecker.
Da versteckt sich nämlich noch eine. Wollte ich nämlich nicht sagen, du. Oh, das mag ich auch. Oh, Freunde, das mag ich auch. Ah, nee, es ist was anderes, als ich dachte. Wir haben hier Luvus und Luvus ist ja eine Marke, die ich total mag. Diese Heilerde-Geschichten. Waschlotion für sehr trockene, gereizte Haut, auch bei Neurodermitis. Ah, nice. Das will mein Freund, glaube ich, nicht hören, aber das werde ich ihm mal geben. Ja, das wird er nicht übertrieben feiern, aber das ist okay für mich. Der kann das auf jeden Fall gebrauchen. Ah, cool. So eine coole Box. Eine richtig coole Box. Meine Güte, ich habe echt Glück diesen Monat. Cool. Also, ist cool, gerade im Sommer, wo man öfter duschen geht und mit der Haut auch Schwierigkeiten hat. Ich und Essensprodukte und kleine vegane Mini-Honig ist cool. After Sun total wichtig im, oder ja, für die Haut und für, ne, total gut und wichtig im Sommer. Mascara geht immer. Feste Duschseife, wie gesagt, wir müssen oft duschen. Mit auch so einem tropischen Geruch. Geil! Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ja, danke, dass du da warst. Schön, dass du zugeschaut hast. Du kannst, wie gesagt, wieder eine gewinnen. Dafür musst du mein Abonnent sein. Ganz wichtig, das checken wir. Dem Video einen Daumen hoch geben. Unten mit dem Hashtag Fairybox und deinem Lieblingsprodukt aus der Box einmal teilnehmen. Genau, und dann werden wir per Zufall einfach jemanden rauspflücken und dann wird die Firma dir das zuschicken. Dann setzen wir uns mit dir per E-Mail in Verbindung und dann musst du uns deine Daten geben und dann geben wir deine Daten an die Firma weiter und dann passiert das reibungslos. Laura unterstützt mich jetzt auch beim Auslosen, weil ich ja immer dann, und dann habe ich das so lange geschoben, naja, und du weißt, wie ich bin. Genau, und damit würde ich sagen, kannst du auf jeden Fall alles nochmal unten in den Kommentaren, in der Infobox nachlesen. Und ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Genieß den August noch. Und den Rest August. Und damit würde ich sagen, mach es gut, hau rein. Schön, dass du da warst. Und ich drücke dir die Daumen, dass das klappt bei dir. Ahoi!